Sören Tölle mit dem Hüftwurf zum 16:28. Mario Petersen von der Außenposition zum 16:29. Jan-Malte Weidner mit dem Wurf aus dem Halbfeld scheitert am Breuel. Ganz starkes Anspiel von Tölle auf Knaack. 16:30. Bert Hartfield fängt diesen Ball ab in der Mitte und nun ein schnelles Spiel gefordert von Porsche Marien und Lars Glütermann von der 2-Minuten-Strafe wieder auf dem Feld, erzielt das 17:30. Und Andreas Link im Tor, das ist vor Porsche Marien 2, kann sich erstmals auszeichnen. Aber der zweite Wurf von Lars Jakobsen ist dann drin, 17:31. Und klasse, Bert Hartfield, 18:31. Da kriegen sie den Tölle nicht gehalten, aber Andreas Link im Tor ist auf dem Posten und hält den Ball. Dritte gepfiffen gegen die Gäste und nun der Konterversuch von Porsche Marien. Hartfield wird aber geblockt von Simon Landgar-Petersen.
Und schön gespielt da von Mens Exner und Andreas Stoik. Sie verkürzen auf 19:31. Wieder klasse den Kreis angespielt. Sören Tölle wieder erfolgreich und am Boden. Die Nummer 4, Andreas Stoik. Und wieder auf den Beinen Andreas Stoik. Kann weitermachen. Spielstand 19:32. Auf der Außenseite nun Versuch von Exner, den Torwart zu überwinden, scheitert, aber Freiwurf und Ballbesitz, Post Schwerin 2. Post tut sich schwer mit der offensiven Deckung der Gegner. Nun aber Tom Koop, schön freigespielt, 20:32. Den Pass an den Kreis abgefangen von Mens Exner. Und dann das Foul von Landgar Petersen an Klütermann. Ballbesitz, Post Schwerin 2. Der Versuch, Hartfield scheitert erneut an Breuel. Und Exner mit all seiner Energischkeit scheitert aber ebenfalls an Breuel. Trotzdem Freiwurf für Post Schwerin 2. Und Klütermann steigt hoch und schließt erfolgreich ab. 21:32.